Hi alle zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst, was für eine Zeit ist. Es ist 1 gegen 1 Zeit. Und zwar ist es so, der Damien wollte gegen mich spielen. Er ist noch ganz frisch in der Community. Aber ich habe so gefragt, hey Damien, willst du die Gems haben? Soll ich das der Community geben? Und er meinte, mach mal 50-50. 500 ich, 500 die Community. Und ich habe mir überlegt, weil das so eine korrekte Aktion ist, kriegt ihr 1000 Gems und er 1000 Gems, wenn er gewinnt. Wir spielen 5 Runden, ihr wisst, wie es abläuft. Wenn er 3 gewinnt, hat er gewonnen. Das heißt, ihr bekommt 1000 Gems und er auch. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, was ihr ansonsten noch dafür machen müsst, um teilzunehmen bei dem Gewinnspiel, falls er gewinnt. Zeige ich euch im Laufe des Videos und wir fangen direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go! Heute fangen wir mal mit Subway Slide an. Ihr wisst, das ist meine Horror-Map. Wir haben traumatische Erlebnisse damit gehabt. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie gut er ist. Aber, ja, wir sind durch, er ist auch durch, oh mein Gott, er ist auch durch, ich weiß gar nicht, wie gut er ist, ne, ich hätte das vielleicht nochmal vorher abklären müssen, er ist ganz, ganz bisschen vorne, wir probieren hier auf jeden Fall alles gut zu machen, oh, wir sind rübergekommen, er hat mich geblockt, ich habe ihn geblockt, was will er tun, was will er gegen mich tun, wir machen jetzt hier nicht mehr auf Risky, wir gehen ganz normal in den Standardweg hier durch, wir kennen den Weg, wir gehen unten lang, wir machen keine Risky-Sachen hier, wir probieren das jetzt hier zu holen, oh, oh, das sieht gut aus! Nein! Eins zu 0 für uns! Damien, habt es nicht geschafft! 1 zu 0 für uns! Wir gehen in die nächste Runde rein. Let's go! Er muss sich jetzt anstrengen. So, Leute, das ist jetzt die zweite Runde. Wir spielen Block Dash. Erste Runde haben wir Damien schon wirklich gezeigt, was wir drauf haben. Ich bin mal gespannt, wie gesagt, wir spielen alle ohne Emotes, weil er hat keine Emotes und deswegen... Guck mal, obwohl er keine Emotes hat, hat er gesagt, Hälfte, Hälfte, ich glaube es nicht. Er muss unbedingt gewinnen, Leute. Ich trauere schon hinterher, er muss gewinnen. Ich weiß nicht, wie gut er ist, wie gesagt... Oh mein Gott, ich habe eben Note-Bomb benutzt, ups. Okay, gut, das tut mir leid, sorry, Gut, wie gesagt, wir haben keine Emotes. Okay, er hat den Ball-Emote, das heißt, wir können ihn auch benutzen. Aber treten und boxen, das machen wir auf jeden Fall jetzt hier nicht. Damit das auch alles fair bleibt und hier der Junge nicht zu benachteiligt wird. Hat er Cancel-Emote? Weiß ich nicht. Aber sollte man eigentlich haben. Ich hoffe, das ist jetzt okay. Ich hoffe, der ist nicht zu traurig. Aber, Leute, wirklich, wir zeigen, wir machen keine Gnade. Wir machen keine Gnade. Ich habe euch gesagt, das wird hier hart bei hart werden. Der steht 1 zu 0. Er hat den Koffer-Emote. Ich weiß nicht, woher er den Koffer-Emote hat. So, wir machen hier ganz ruhig. Wir machen hier ganz ruhig, das sieht sehr gut für uns aus. Wir machen ganz entspannt. So, wir machen ruhigen. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh, er ist so close. Nein, warte mal. Nein, die hast verkackt. Das ist einfach so früh. Er steht 3 zu 1 zu 1. Was? Oh, als ob die close. So, Leute, er steht 1 zu 1. Wir müssen jetzt beide richtig Gas geben. Wir sind hier in Space Drop. Wir gucken mal, wie gut er hier ist. Oh, er hat einen neuen Emote, neuen Skin genommen. Oh, den Skin habe ich leider nicht. Ich finde den so cool. Ich muss mir den irgendwie nochmal besorgen, wenn er irgendwann drin ist. Wir machen die ganze Ruhe. Gehen hier oben erstmal alles ab. Haben hier auch gar keinen Stress. Wie gesagt, es steht 1 zu 1. Es muss niemand irgendwie jetzt schwitzen. Natürlich geben wir unser Bestes, aber ich denke, der macht das schon sehr, sehr gut hier, muss ich sagen. Ja, wir machen ein bisschen Druck drauf. Wir haben eine Plattform mehr. Na, bleib bloß weg. Fällt er runter? Nee, ich dachte, er fällt tief runter. Wir müssen hier natürlich jetzt ganz ruhig bleiben. Wirklich, wir machen ganz entspannt hier einfach runter droppen. Der ist, wie gesagt, bei uns in der Nähe. Space Drop, wirklich einer meiner Lieblingsmaps, auch hier mit am Start. Mache ich sehr gerne in 1 gegen 1. Wie ihr wisst, habt ihr ja wahrscheinlich öfters schon mal bei uns gesehen. Wir machen ein bisschen Druck. Oh, er macht Druck! Okay. Wir haben das hier easy geklärt. Er hatte ein bisschen Panik, musste jetzt abhauen. Hat alle Jump Pads hier mitgenommen auf der Ebene. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo fliegt der rum? Ist der runtergefallen oder was? Wo ist er? Ah, da ist er. Ich dachte, er wäre schon fast runtergefallen. Aber er ist noch am Start. Wie gesagt, er steht 1 zu 1. Wir müssen uns jetzt wirklich anstrengen. Wir spielen beide ganz, ganz ruhig. Ich merke schon, er macht auch eine Plattform nach der anderen ganz ruhig, entspannt runter.
So, ich probiere jetzt mal hier nochmal rüber zu kommen. Sehr gut. So könnte ich nochmal ein paar Plattformen mitnehmen hier oben, bevor ich unten hin muss. Damien hier auch am Start. Wir machen ein bisschen ruhig. Er hat Angst. Ich merke schon, er hat Angst. Okay, ich bin ein bisschen über ihn gelandet. Das ist sehr gut. Wir machen ganz ruhig. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay, er ist da hinten. Wie gesagt, es steht 1:1, Leute. Also ganz, ganz schwierig. Natürlich, Jump-Pads ist eine ganz gute Idee. Natürlich kann es sein, dass man dann irgendwo ganz anders hinkommt, wo man gar nicht hin möchte. Oh, Junge. Holy, oh mein Gott, er ist... Oh, nein, ich habe zu viel auf ihn geguckt. Sehr gut. Okay, wie gesagt, er steht 1:1. Er muss sehr aufpassen, dass er noch Plattformen kriegt, ne? Dass er nirgendwo mit dem Kopf dran stößt. Ah, das hat er gut gemacht. Da hat er sich gut gerettet. Ich dachte kurz, er wäre raus. Ich dachte wirklich kurz, er wäre raus, weil wie gesagt, Jump Pads können Rettung sein, aber kann auch gegen den Kopf stoßen. Man kommt nirgendwo weiter und. Es gibt mehrere Faktoren, warum man kein Jump Pad manchmal benutzen sollte. Aber da an der Stelle war es sehr gut. Er ist wieder bei mir. Möchte Druck aufbauen. Wir haben hier nichts mehr, ne? Wo gehen wir? Wo gehen wir? Okay. Ich bin gleicher Stufe wie er. Wir sind beide hier oben. Wir machen beide ein bisschen. Probieren ein bisschen Druck aufzubauen. Probiere. Oh, er hat mir alle genommen. Oh, war das close? War das close? Er steht 1:1. Ich glaube es nicht. Es ist noch so alles drin, Leute. Es ist noch alles drin. Wir machen ein bisschen Druck. Oh mein Gott, wir wollen die Druckbauen haben verkackt. Oh mein Gott, wir sind raus. Es steht 2:1. GG an Damien. Oh mein Gott, wie kann das sein? Okay, Leute, wenn ihr wissen wollt, was ihr für die 1000 Gems machen müsst, falls ihr gewinnt, bleibt gerne dran. Ich erzähle es euch in der nächsten Runde. Die letzte Runde ist Laser Tracer. Vielleicht letzte Runde. Vielleicht schaffe ich es ja auch nochmal nachzurücken. Er holt sich jedes Mal einen neuen Skin. Sehr, sehr cool. Und zwar, was ihr machen müsst, falls Damien hier gewinnt. In-Game Service 232234. Ich hoffe, bitte nicht Namen ändern. Ihr müsst zum einen Abonnent dieses Kanals sein. Ihr müsst das YouTube-Video... Mein Herz! Mein Herz! Abonnent des Kanals sein. Ihr müsst das YouTube-Video liken. Ihr müsst reinschreiben, die Dias auf die 1, wir hatten das schon mal alles, die Dias auf die 1 ohne Hashtag nix. Ich schreibe es nochmal hier genau in die Kommentare, was ihr schreiben müsst. Und ihr müsst euren Ingame-Namen, ganz, ganz wichtig, das machen viele falsch, euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, wer ihr Ingame seid und auch, dass wir euch die Gems geben können, weil wenn ihr den Namen ändert, können wir euch die nicht geben. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob Damien jetzt hier nochmal gewinnt. Er steht 2:1 für ihn. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Ich weiß nicht, wie gut er im Laser Tracer ist. Wir sind relativ gut, würde ich mal behaupten. Oder auch... Nicht! Er hat gewonnen! 3:1 für ihn. Er hat gewonnen. Ihr kriegt die Gems. Oh, ich habe geschwitzt. Was war das? Kuss, dass du mitgemacht hast. Falls ihr auch mal mitmachen wollt, lasst gerne einen Kommentar in den Kommentaren drin, unten drunter. Lasst ein Abo und ein Like da, die Dias auf die 1 und euren Ingame-Namen nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Videos. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kuss geht raus und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Viel Spaß mit den 1000 Gems. Kuss geht raus, danke, dass du mitgemacht hast.